Norwegen trauert um die Opfer einer beispiellosen Tat. Die kleine Kirche von Norderhof heute Vormittag. Zum Gottesdienst ist das Kronprinzenpaar angereist. Denn hier versuchen Angehörige der Toten Trost zu finden. Das Gotteshaus liegt gerade einmal 4 Kilometer Luftlinie von der Insel Utøya entfernt, dem Ort, der seit dem Massaker im Feriencamp traurige Berühmtheit erlangt hat. Der vergangene Freitag hat uns als Volk getroffen. Er hat das Leben von Freunden und Familien radikal verändert. Dieses Ereignis hat so viele das Leben gekostet. Am Freitagnachmittag hatte der Amoklauf auf der Fjordinsel seinen traurigen Höhepunkt erreicht. Mindestens 86 Menschen werden allein hier getötet. Ein Schock für die norwegische Nation, denn urplötzlich hat sich das Böse mit Bomben und Schusswaffen mitten in ihre friedliebende Gesellschaft gesprengt. Es kommt in Person von Anders Behring Breivik, 32 Jahre alt, Junggeselle und Mitglied in einem Schützenverein. Nach dem Bombenattentat in Oslo setzt er auf der Insel seinen blutigen Feldzug fort. Ein Überlebender berichtet. Ich dachte, es wäre ein Feuerwerk. Ich schaute nach und dann sah ich eine Menge toter Menschen. Und dann fing ich an zu laufen, schnell zu laufen. Wer Glück hat, schafft den Weg ins kalte Wasser. Rund 800 Meter sind es bis zum rettenden Ufer. Doch vom Land aus schießt Breivik weiter auf die Flüchtenden. Die Urlauberin Toril Hansen macht sich mit einem Motorboot sofort auf, um zu helfen. Sie wird zur Lebensretterin und zur Zeugin einer Katastrophe. Als ich hier ankam, waren überall Leute im Wasser. Sie reckten ihre Hände in die Höhe und riefen: Hilfe, Hilfe, hol uns raus. Er schießt. Ganz schrecklich. Ich bin dann hierher gefahren. Viele Menschen haben sich an das Boot gekrallt. Wir haben dann versucht, so viele wie möglich reinzuziehen. Es war nicht einfach, denn sie waren sehr erschöpft. Dutzende Jugendliche, die eigentlich wegen eines Sommercamps der sozialdemokratischen Jugend auf der Insel waren, können so gerettet werden. Auf der ersten Tour habe ich 10 Jugendliche mitgenommen. Dann bin ich zurück zum Land. Danach bin ich wieder rausgefahren. Ich weiß nicht genau, wie viele ich retten konnte. Es ging alles so schnell. Und das Boot war so voll. Ich konnte nur sehr langsam fahren. Einige musste ich im Wasser lassen. Ich weiß nicht, ob sie ertrunken sind. Ich weiß es einfach nicht. Systematisch hatte Breivik Jagd auf die wehrlosen Jugendlichen gemacht. Seine Mission hieß Töten. Einen Einblick in seine wahnhafte Ideologie gibt Breivik in einem Pamphlet mit dem Titel Manifest 2083. Eine europäische Unabhängigkeitserklärung, 1500 Seiten lang. Er hat es unter einem Pseudonym ins Internet gestellt, samt einem Hinweis auf eine Videoversion bei YouTube. Schon vor der Tat verfasste der Täter sozusagen eine Presseerklärung für die Nachwelt. Mit schwülstiger Musik unterlegt. Er sieht sich als Kreuzritter, posiert in Uniformen und bewaffnet. Offenbar fühlt er sich wie im Krieg. Er ruft eine konservative Revolution aus. Zitat aus dem Traktat: Der Europäische Bürgerkrieg 1999 bis 2083. Die multikulturellen Eliten werden besiegt und der Islam wieder aus Europa verbannt werden. Seine Hauptgegner sind zum einen die Marxisten. Alles Linke offenbar, das Establishment. Zweiter erklärter Gegner ist das Multikulturelle, die Europäische Union, der Islam. Wie viele Neonazis und Rechtspopulisten sah sich Anders Behring Breivik von allem Fremden bedroht. Genauso groß scheint aber sein Hass auf die eigene Regierung gewesen zu sein. Er ist offenbar das Motiv für seine Taten. Der Explosionsort in Oslo wirkt auch am Tag nach dem Bombenanschlag noch wie eine Stadt nach einem Fliegerangriff.
Stark beschädigt wurden auch die Redaktionsräume der Zeitung Verdens Gang, ganz in der Nähe des Explosionsherdes. Reporter Jon Magnus, der Terrorismusexperte des Blattes, erlebte die Detonation an seinem Schreibtisch. Ich hörte diesen also riesengroßen Knall. Und die Druckwelle hat mir vom also Stuhl, was hat man gepustet, oder ich habe von Stuhl geflogen, also wie diese. Und dann habe ich dann nach die andere Seite von der Redaktion gegangen. Hier, also in diesem Lokal war es ein Nightmare. Der mehrere hundert Kilogramm schwere Sprengsatz explodiert am Freitag um 15.26 Uhr. Zahlreiche Menschen werden schwer verletzt. Der 17-stöckige Regierungshauptsitz wird völlig verwüstet. Auch das Zeitungshaus wird schwer getroffen. Fast alle Scheiben gehen zu Bruch. Das Blatt wird nun in einem Hotel gemacht. Vom Dach aus ist das ganze Ausmaß der Verwüstung zu sehen. Hier sehen Sie die Gebäude von dem Ministerpräsidenten. Er hat sein Büro im D2 oberen Stock da. Und an die andere Seite kann man auch also gibt ein Ministerium. Und die Bombe hat zwischen diese zwei Gebäude explodiert. Und man kann sehen, die erste Stock ist also ganz, ganz kaputt. Und wenn ich hier kam, also habe ich also alle diese Leute hier gesehen, also Leichen und verletzte Leute mit Blut vom Kopf. Mindestens 7 Menschen sterben in Oslo. Die Explosion schleudert Autos durch die Luft. Feuer brechen aus. Der Anblick erinnert an die Orte islamistischen Terrors. Doch schon wenige Stunden später wird diese Vermutung mit der Festnahme des Täters widerlegt sein. Aus nächster Nähe erlebte die Fernsehjournalistin Lynn-Marie Hammernes den Anschlag. Nur 200 Meter von ihrem Büro zündete Anders Behring Breivik den Sprengsatz. Es herrschte Panik, reines Chaos. Die Menschen rannten durcheinander und wussten nicht, was sie tun sollten. Eine Dame ging hier entlang, Blut strömte über ihr Gesicht. Sie suchte nach ihrer Tasche und ihrem Telefon. Jemand versuchte ihr zu helfen, aber es herrschte Panik. Einige Menschen saßen auf der Straße, andere flüchteten. Keiner wusste, wie er sich wirklich verhalten sollte. Die umherfliegenden Glassplitter verletzen viele Passanten. Auch heute noch vermutet die Polizei, weitere Tote in den beschädigten Gebäuden zu finden. Den selbstgebauten Sprengsatz aus Kunstdünger soll Breivik in einem Lieferwagen deponiert haben. Die gesamte Zahl der Verletzten in Oslo steht 2 Tage nach der Tat immer noch nicht fest. Für die Angehörigen der Opfer haben die Osloer Krankenhäuser spezielle Eingänge eingerichtet. Bis jetzt müssen viele um ihre Verwandten bangen. Das ist meine älteste Tochter. Sie wurde in Arm und Lunge getroffen. Wie geht es ihr jetzt? Besser, dank einer Operation. Sie kann wieder selbst atmen. Haben Sie schon mit ihr gesprochen? Ja, das konnte ich. Was ist mit Ihrer anderen Tochter? Sie wird immer noch vermisst. Eine kleine Farm nördlich von Oslo. Bereits vor Jahren mietet Breivik das Anwesen, baut dort eine Gärtnerei auf. Unauffällig kann sich der 32-Jährige so mehrere Tonnen Kunstdünger beschaffen, aus dem er später seinen Sprengsatz basteln wird. Die Polizei findet mehrere Tonnen des Pulvers. In der norwegischen Provinz plant Breivik offenbar über Jahre seine Tat. In seinem Manifest hält er dabei jeden seiner Schritte akribisch fest. Ein Beispiel. Sobald ich die Farm gemietet hatte, plante ich, alle Utensilien dorthin zu schaffen und begann mit der Bombenbauphase.
Das Tagebuch endet erst am Tattag mit einer kurzen Notiz. Zitat: Ich glaube, das ist mein letzter Eintrag. Es ist jetzt Freitag, der 22. Juli, 12.51 Uhr. Wenige Stunden später ist der Terror auf Utøya angekommen. Der Campingplatz Utvika liegt direkt gegenüber der kleinen Insel. Die Menschen hier bekommen den Amoklauf hautnah mit. Wir konnten nur 6 Menschen retten, aber es waren noch so viel mehr. Ich sah einen jungen Mann, gut 500 Meter entfernt. Er war tot, vielleicht von den Klippen gestürzt. Und hier, auf der nördlichen Ecke der Insel, sahen wir sehr viele Menschen. Wir dachten erst, sie würden leben, weil sie sich so zusammenkauerten. Aber dann sahen wir, dass sie sich nicht mehr bewegten. Einige lagen am Boden. An der Nordseite haben wir 12 oder 13 Tote gesehen. Mit der letzten Fähre war Breivik nach Utøya gekommen. Alle Fluchtmöglichkeiten waren also abgeschnitten. Das kleine Eiland wurde zur Todesfalle. Augenzeugen berichten, dass Breivik eine Polizeiuniform trug und so das Vertrauen vieler Jugendlicher gewonnen hatte, die durch den Bombenanschlag in Oslo verunsichert waren. Als er genügend Leute um sich hatte, exekutierte er einen nach dem anderen. Auf die Flüchtenden machte er systematisch Jagd. Rund 90 Minuten dauerte der Amoklauf. Breivik soll dabei mehrfach gejubelt haben. Für ihn war die Sache offenbar ein großes Spiel. Er schrie, komm zurück, rief er, ich komme zurück. Nein, er schrie uns an, zurückzukommen, um mit ihm zu spielen. Erst nach einer Stunde sind die Polizei und die Spezialeinheit Delta vor Ort. Breivik wird in die Enge getrieben und lässt sich widerstandslos festnehmen. Auf der Insel finden die Beamten noch einen Sprengsatz, der aber nicht gezündet wurde. Die Überlebenden werden an Land gebracht. Auch deutsche Urlauber auf dem Campingplatz helfen mit. Wir haben dann die Kinder dann rausgenommen aus dem Boot, ne, dann hier vorne an der Mole angelegt, ne, dann da hoch, die haben ja gezittert, ne, und oh, die sind fix und fertig gewesen, ne, und geschrien und geweint und au, 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 au. Ganz, ganz schlimm. Und dann kamen, ne, die anderen Leute waren dann mittlerweile auch da, die haben dann gleich immer Decken und Handtücher und alles, was sie so hatten, mitgebracht und Sachen. Ich habe noch meine Jacke noch ausgezogen, noch ein Mädel noch umgehängt. Ne, die waren ja durchgefroren bis zum geht nicht mehr, die waren ja schon urslang im Wasser. Ne. Den Kugeln des Amokläufers entkommen, droht den Flüchtenden das Ertrinken. Die war ganz blau im Gesicht, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Richtig breite blaue Streifen so. Dann hatte ich sie mit reingenommen und Sachen gegeben, ne, von oben bis unten erstmal. Sie stand nur auf warm, warm. Also die war so froh, dass sie was Warmes anhatte. Ne, und dann die Jungs, die sind so zusammengebrochen, also die haben sich richtig hängen lassen. Die konnten überhaupt gar nicht mehr. Die standen so unter Schock. Das ging nicht. Also was habe ich auch noch nie gesehen. Die unvorbereiteten Rettungskräfte müssen der Masse der Jugendlichen Herr werden. Immer mehr Boote beteiligen sich an der Hilfsaktion. Die Davongekommenen schildern den Urlaubern ihre Überlebensgeschichte. Die Kinder wollten sich totstellen, damit er halt denkt, diesen Tod, dass er nicht schießt. Aber er hat auf Nummer sicher hat er den nochmal in den Kopf geschossen. Ja. Damit er auch genau wusste, dass sie tot sind. Also er hat das wirklich geplant, wollte er wirklich die Kinder töten. Ja. Nicht Angst einjagen, der hat wirklich, ist hingegangen und hat ihn nochmal in den Kopf geschossen. So wurde uns das erzählt, ja. Auch 2 Tage nach dem Terrorakt ringen die Menschen in Norwegen um Fassung. Breivik hat gestanden. Bei Verurteilung drohen ihm maximal 21 Jahre Haft. So könnte auch der schlimmste Gegner von der liberalen Gesellschaft profitieren.